Robert Henschel ist auf dem Weg zu seinem Job. Der 31-Jährige arbeitet bei der Cottbusser Berufsfeuerwehr. Nach einer Lehre zum Zimmerer hat er 2009 zunächst in Berlin damit angefangen. Seit 2013 ist er in Cottbus. Mittlerweile ist er zum Oberbrandmeister aufgestiegen. Heute beginnt bei ihm eine 24-Stunden-Schicht. Die startet aber nicht auf einem Löschzug, sondern hier. Die ersten 12 Stunden seines Dienstes ist Robert als Rettungsassistent unterwegs. Das macht er zusammen mit seinem Kollegen Stefan Klieber. Ja. Die beiden sind zwei von insgesamt 210 Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr Cottbus. Die wurde 1947 gegründet und ist für die 100.000 Einwohner der Stadt und darüber hinaus hauptverantwortlich. Das beinhaltet die Regionalleitstelle Lausitz, den Brandschutz und den Rettungsdienst. Zur Verfügung steht dabei eine Flotte aus 34 Feuerwehrfahrzeugen, 2 Booten und 13 Rettungsdienstfahrzeugen. Der Rettungsdienst beginnt für Robert und Stefan immer gleich. Sie kontrollieren die Ausrüstung. Erst wenn alles okay ist und nichts fehlt, kann es losgehen. Grundsätzlich übernehmen wir die Fahrzeuge von den Kollegen der Wachschicht davor. Das heißt, sie erzählen uns grob, was sie gemacht haben, welche Materialien sie verbraucht haben. Und wir gucken dann gezielt erstmal nach diesen Materialien, ob die da sind. Als nächstes werden natürlich die Geräte überprüft, also alle technischen, medizintechnischen Geräte und Verbrauchsmaterialien. Und wenn die dann in Ordnung sind, dann schließen wir das ab. Es ist für einen Einsatz wirklich unheimlich wichtig, dass alle Geräte und alle Verbrauchsmaterialien da sind, damit wir sie auch entsprechend nutzen können und nicht auf einmal die Schrecksekunde für uns erleben. Die Cottbuser Feuerwehr hat 2 Berufsfeuerwachen und 16 Ortsfeuerwehren. Sie alle fahren jährlich knapp 22.000 Einsätze, 20.000 allein im Rettungsdienst. Koordiniert wird das alles von hier aus. Die Regionalleitstelle ist so etwas wie das Herz der Hauptfeuerwache. Sie ist nicht nur für Cottbus zuständig, sondern auch für die Landkreise Spree-Neiße, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald. Jeder, der die 112 wählt, landet hier. Jährlich gehen 300.000 Anrufe ein. Die Hälfte hat einen Einsatz zur Folge. Um das zu koordinieren, braucht es mehrere Qualifikationen. Als Leitstellendisponent benötigt man eine Ausbildung des Rettungsdienstes, eine Ausbildung im Feuerwehrtechnischen Dienst sowie den Lehrgang Leitstellendisponent an einer Landesfeuerwehrschule. Momentan arbeiten wir in einem zweigleisigen Schichtsystem, einmal 12 Stunden, einmal 8-Stunden-System, sodass die Dienste 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche besetzt sind. Oh, Schatzi, willst du noch einen Kaffee haben? Oh, das ist doch nett. Klar, hol ich dir noch nicht. Ne? Oh! Halt! Hallo, Sabine, was ist los? Telefon, wo ist Telefon? Die 112. Der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? In Cottbus, Gartenstraße 67, bei Schneiderklingeln. Was ist da genau passiert? Meine Frau hat Kreislaufprobleme. Sie ist umgefallen. Reagiert Ihre Frau auf Ansprache? Sabine, hallo, hörst du mich? Hallo, Sabine. Ja, sie hat sich ein bisschen bewegt. Atmet sie normal? Ja, sie atmet. Können Sie mir den Namen Ihrer Frau sagen und das Alter, bitte? Sie heißt Sabine Schneider, ist 50 Jahre alt. Der Rettungsdienst ist unterwegs zu Ihnen. Ich sage Ihnen jetzt, was Sie tun können, um Ihrer Frau zu helfen. Schalten Sie mal bitte Ihr Telefon auf laut. Ja, mache ich. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Knien Sie sich seitlich neben Ihre Frau. Legen Sie den Arm Ihrer Frau vor Ihnen rechtwinklig nach oben. Winkeln Sie das hintere Bein Ihrer Frau an und hebeln Sie sie zu sich um, damit sie auf der Seite liegt. Strecken Sie den Kopf über und öffnen Sie den Mund Ihrer Frau. Ja, habe ich. Bleiben Sie bei ihr und achten Sie darauf, dass sie weiter normal atmet. Sollte sie nicht normal atmen, rufen Sie sofort wieder an. Ja, ist klar, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Ein Einsatz für Robert. Zusammen mit Stefan macht er sich auf den Weg. Einsätze wie dieser gehören zur Normalität. Alltag ist das aber nicht. Es kann schließlich um Leben und Tod gehen.
Robert und Stefan sind aber auf solche Situationen vorbereitet. Jeder Berufsfeuerwehrmann ist auch für den Rettungsdienst ausgebildet. Den Großteil ihrer Arbeitszeit verbringen sie nicht auf Feuerwehrfahrzeugen, sondern in Rettungswagen wie diesem. Guten Tag, der Rettungsdienst. Was ist passiert? Ja, sie hat Kreislaufprobleme, ist auf einmal umgefallen. Frau Schneider, was ist denn passiert? Medizinische Notfälle sind für die Betroffenen meist mit viel Hektik und Stress verbunden. Umso wichtiger ist es für die Einsatzkräfte, ruhig und konzentriert zu arbeiten. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Auch nicht, Herr Schneider? Nein. Gar nichts, keine, ja? Tabletten, nicht, ne? War vorher nie krank gewesen. Also war vorher nie krank, also auch nichts am Herzen oder sowas nein, bekannt? Nein, okay, gut. Also wir nehmen Ihre Frau jetzt ins Krankenhaus, ja. Das heißt, sie wird mal untersucht. Ganz ohne die Kollegen des Löschzuges geht es bei diesem Einsatz dann auch nicht. Sie stehen immer bereit, wenn sie benötigt werden. In diesem Fall etwa, um die Patientin so schonend wie möglich zu transportieren. Wir haben in der Wohnung eine Patientin mit einer Kreislaufstörung vorgefunden. Diese haben wir in den Erstmaßnahmen mit Flüssigkeit versorgt und verbringen sie nun ins Kaltiumklinikum. Aufgrund des beengten Treppenhauses haben wir uns entschlossen, die Feuerwehr als Tragehilfe nachzufordern. An der Stelle sieht man ganz gut, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ist und dass auf die Truppe immer Verlass ist. Nun geht es schnell. Nächster Stopp Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin wird die Patientin weiter behandelt. Zudem schickt Robert schon erste Informationen an die Notaufnahme. Dort wartet man bereits auf den Rettungswagen. Wir haben Frau Schneider aus der Wohnung, 50 Jahre alt. Dank der Vorarbeit von Robert und Stefan kann die Arbeit hier reibungslos weitergehen. Die Tätigkeit als Sanitäter gehört zum Basiswissen. Es ist das Erste, was Einsteigern vermittelt wird. Jeder Berufsfeuerwehrmann hier in der Stadt Cottbus ist im Rettungsdienst ausgebildet. Den Einstieg bildet der Rettungssanitäter, ist eine 3-monatige Ausbildung. Danach ist man für den Rettungswagen verantwortlich und als Nächstes würde der Notfallsanitäter kommen. Ist eine 3-jährige Ausbildung und kann gleich nach der 10. Klasse gemacht werden. Wird auch hier von der Berufsfeuerwehr in Cottbus ausgebildet. Schichtwechsel. Roberts Arbeitstag ist nämlich noch lange nicht vorbei. Er ist jetzt nicht mehr als Sanitäter, sondern als Feuerwehrmann im Einsatz. Dafür hat er eine 1-jährige Ausbildung an einer Landesfeuerwehrschule absolviert. Genau wie im Rettungsdienst startet seine Schicht mit der Kontrolle des Equipments. Die ist nicht nur lebenswichtig für ihn, sondern auch für alle Kollegen auf dem Löschzug. Für die Bürger in Not erst recht. Leser geht. Natürlich gibt es auch Zeiten, in denen kein Einsatz ansteht. Auf der faulen Haut liegt man dann aber nicht. Man kocht zusammen oder treibt Sport. Das hält nicht nur fit, sondern stärkt auch den Teamgedanken. Doch jedes Spiel ist irgendwann vorbei. In der Leitstelle wurde ein Feuer gemeldet, die Pflicht ruft. Brandgebäude groß, eine Person verletzt. Brandgebäude groß, eine Person verletzt.
Rauch und Feuer schießen aus dem Wohnhaus. Die Situation ist ernst. Die erste Aufgabe ist nun, alle Menschen zu retten und außer Gefahr zu bringen. Wenige Atemzüge können zum Tod führen. Deshalb stürmt ein Angriffstrupp die Wohnung und sucht nach Verletzten. Währenddessen wird draußen alles vorbereitet, was für den Kampf gegen das Feuer benötigt wird. Drehleiter, Wasserversorgung, Drucklüfter, alles steht binnen weniger Sekunden. Jeder Feuerwehrmann weiß genau, was er jetzt zu tun hat, das Ergebnis ständigen Trainings. Eine vermisste Person wurde inzwischen gefunden, sofort werden medizinische Maßnahmen eingeleitet. Parallel beginnt nun der Kampf gegen das Feuer. Erstes Rohr, Wasser kommt. Ein Kraftakt für den ganzen Körper. Sowas geht an niemandem spurlos vorbei. Es ist halt Adrenalin pur, Aufregung pur. Und wir denken eigentlich kaum noch daran, was eigentlich mit uns passiert, sondern haben irgendwo nur den Fokus auf einen Menschen, den wir retten sollen. Und da vergisst man das drumherum einfach ganz, ganz schnell. Wichtig ist da aber mit meinem Truppmann gut zusammenzuarbeiten. Den nicht aus den Augen zu verlieren, er mich auch nicht aus den Augen zu verlieren. Und dann ist das eigentlich eine relativ sichere Kiste für uns. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Langsam kehrt Ruhe ein. Man packt zusammen und rückt ab. Für weitere Einsätze bleiben aber alle stets einsatzbereit. Auch für Robert endet nun der Arbeitstag. Seine 24-Stunden-Schicht ist vorbei. Ein Beruf wie jeder andere ist das für die 210 Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr mit Sicherheit nicht. Kein Tag ähnelt dem anderen. Genau dafür brennt Robert.